Kennt ihr Levi? Dachte eigentlich, ich wäre durch mit dem Thema Schneeballsystem, aber die Leute von Hühler wollen es anscheinend noch ein bisschen genauer wissen. Ein gewisser Fabio Staubsauger, der von sich selbst behauptet... Heißt der mit Nachnamen Staubsauger? Komisch, cooler Name. Der beste Verkäufer von Hühler zu sein, hat nämlich anscheinend noch Redebedarf. War letzten Monat der beste auf der ganzen Welt. Nochmal hier. Aber warum klatscht er sich auf die Schulter? Das ist schon ein bisschen... Okay, der Beste, okay. Ist ja nichts Schlimmes, ne? Also... So eine gequälte Scheiße, was aus dem Maul rauskommt. Kurz zur Erinnerung, Hühler ist eine Schneeballsystemfirma, die einen mittelklassigen Staub... Okay, ob das eine Schneeballsystemfirma ist, ist natürlich... Meistens sind Finanzprodukte, Schneeballfirmen und so. Es könnte eine Network-Marketing-Firma sein. Ich würde es jetzt nicht so unterzeichnen. Ne? Also, das Ding sieht auf jeden Fall schon mal cool aus, sage ich mal. Staubsauger verkauft für 2.200 Euro. 2.200 Euro ist echt viel Geld für einen Staubsauger, oder? Sind wir uns einig, oder? Aber wenn er natürlich in Europa produziert ist, im Gegensatz zu irgendwo in Asien, auf dem Dorf oder so mit Kinderarbeit, ist das natürlich schon, man zahlt ein bisschen mehr. Ihr erzählt aber vom Kinderzimmer über Schneeballsystem. Achtung, lieber Levi, aus dem Kinderzimmer. Jetzt sagt er natürlich auch, der ist ja viel zu teuer. Ja, da kannst du natürlich vom Kinderzimmer einschätzen. Über Fabio, tatsächlich kann ich das von meinem Kinderzimmer aus beurteilen, indem ich einfach einen Preisvergleich mache und nachschaue, was so ein handelsüblicher Nasssauger normalerweise kostet. Siehe da, einen Nasssauger bekommt man schon für weit... Okay, das Ding sieht auf jeden Fall schon mal ganz anders aus oder so, aber... Ich will jetzt nicht über den Preis reden. Es gibt Leute, die zahlen halt ein bisschen mehr für ein bisschen mehr Qualität, vielleicht mehr Garantie, die Wattzahl und. Das müsste man natürlich so Stiftungswarentesten mäßig testen. Weit unter 100 Euro und selbst die Topmodelle kosten maximal 500 Euro. Aber natürlich, der Preis von 2.200 Euro für so einen Hühler ist komplett gerechtfertigt. Muss ich das mal vorstellen, dieser Hühler ist so ein Müllgerät, dass man den nicht mal im Internet frei... Naja, wenn man etwas im Internet nicht frei kaufen kann, heißt es ja nicht, dass es ein Müllgerät ist. Ich meine, du kannst auch kein Ferrari oder eine Rolex im Onlineshop ganz normal beim legalen Händler kaufen. Und es ist ja trotzdem kein Müll. Es gibt halt dafür Fachhändler oder verschiedene Vertriebssysteme, oder? Also das hat ja nichts mit Müll zu tun, ob man das jetzt frei verkäuflich hat im Internet oder so. Ne? Also, weiß ich nicht. Kaufen kann. Man muss den bei einer anderen Person kaufen. Firma Hühler ist in Deutschland leider nicht verboten. Und du musst ja auch einen Ferrari beim Ferrari-Händler kaufen, sonst bekommst du keinen neuen Ferrari. Okay. Also dreht sich das jetzt so hin, als würde das bedeuten, dass Deutschland selbst den Hühler empfiehlt. Okay, Deutschland empfiehlt den Hühnerer, okay. Der Bund regelt natürlich auch Preise. Hä? Seit 30 Jahren verkaufen die was Illegales in Deutschland, was sogar Deutschland empfiehlt? Also das ist natürlich Bullshit-Aussage, ne? Deutschland empfiehlt. Warum? Nur weil es nicht verboten ist, empfiehlt das Deutschland nicht, ne? Also, okay. Problem ist, dass Schneeballsysteme rechtlich gesehen dann legal sind, wenn sie so tun, als würden sie ein Produkt verkaufen. Dass dieses Produkt aber nur ein Zehntel dessen wert ist, für das es verkauft wird, wird aber natürlich unter Tisch. Naja, ich bin ein bisschen skeptisch. Das Ding sah schon ein bisschen gut aus. Ob es jetzt ungefähr 220 Euro wert ist oder so, glaube ich jetzt nicht oder so, ne? Also man muss es sich anschauen, ne? Garantie und. Alleine wenn ihr irgendwo im Handel geht oder so und habt so eine Garantieverlängerung, zahlt ihr hunderte von Euro für eine Garantieverlängerung vielleicht. Fischfallen ihr lasst. Ich finde es auch so geil, wie diese ganzen Schneeballfirmen das immer betonen müssen. Aber wir sind ja nicht verboten. Wenn das euer bestes Verkaufsargument ist, dann müsst ihr ja ein super Unternehmen sein. Mein Argument, warum Hühler ein Schneeballsystem ist, war ja, dass man nicht nur diesen Staubsauger kauft, sondern vor allem die Lizenz, diesen Staubsauger auch weiterverkaufen zu dürfen. Okay, das ist natürlich, ne? Schade, dass man das nicht einfach so verkaufen kann, ohne ihn zu kaufen, das so gekoppelt ist. Aber es die Wahrheit ist, keine Ahnung. Olli, der Staubsauger ist nicht die Lizenz. Mit dem Staubsauger hat man die Möglichkeit, auch selbst Hühler zu verkaufen. Fabio, hörst du dir überhaupt zu? Du kaufst einen Staubsauger und erwirbst damit das Recht, diesen weiter zu vermarkten. Ergo, du wirst Vertriebspartner. Ergo, du kaufst eine Lizenz. Wenn ich dich aber jetzt bringe sozusagen und anlerne und schule und ausbilde und in dich investiere, partizipiere ich dabei. Warum? Weil die Firma Hühler teilt ihren Gewinn mit mir. Lieber Fabio, genau so wie du es beschrieben hast, funktionieren Schneeballsysteme. Du verkaufst einen Staubsauger und die ganze Kette an... Okay, nochmal, also Schneeballsysteme sind meistens im Bereich Finanzen, wo man halt viel Geld abgreifen kann, wo dann halt kein Produkt existiert und. Also ich glaube nicht, dass es ein Schneeballsystem ist. Es ist ein Network-Marketing-System. Es ist das beste System auf der Welt. Nee, glaube ich nicht. Ich würde jetzt keine Staubsauger verkaufen wollen. Aber okay, ich bin raus. Ciao.